dieses Rezept nochmal nachlesen auf gutenmorgen.orf.at. Ab dem 1. Juli finden hier in Wien die Schloss Schönbrunn-Konzerte hier im Schlossgarten, ganz genau in der Orangerie statt. Welche Musik dort gespielt wird, darüber reden wir gleich. Hier schon ein kleiner Vorgeschmack. Die Welt ist so schön und die Welt ist so reich, doch ist heute das Leben für alle nicht gleich. Es geht durcheinander, es ist kunterbunt, doch ist die bucklige Welt kugelrund. Ein jeder Mensch hofft und ein jeder Mensch strebt, doch viele sind's da, die umsonst nur gelebt. Was nützt alles Denken, es gibt nur den Schluss, es kommt immer alles, wie kommen es muss. Wann der Herrgott nicht will, nutzt es gar nichts. Schreinet um, bleibt in Sturm, so es war nichts. So was immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal um, einmal um. Einmal Freud, einmal Leid. Wann der Herrgott nicht will, nutzt es gar nicht. Sei nicht bös, nicht nervös. Denk es war nichts. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum. Denn ihr Herrgott weiß immer warum. So wird das gingen dann bei den Schloss Schönbrunn-Konzerten. Michael Havlicek und Silvester Janni bei einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Die wichtigste Frage, gibt es nur Musik oder auch Wein? Ja, so gute Musik hat guter Wein. Also, und deswegen werden wir das mit einer Weinbegleitung machen. Es wird Wein und Wiener Musik geben, ja. Aus dem Zeitraum 1850 bis 1950 haben wir schon gehört, auch aus der Kaiserzeit. Mhm. Ich wünsche für diese Konzerte alles, alles Gute. Und Dankeschön. Ich bedanke mich heute, dass ihr bei uns wart. Und vielen dass Dank. Ihr uns das quasi einen kleinen Vorgeschmack gegeben habt auf das, was im Sommer hier passieren wird. Vielen Dank und schönen Sommer euch. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Damit ab zur Zeit im Bild.